Guten Morgen, 22. Februar 2022, ein ominöses Datum. Der ein oder andere wird heute vielleicht noch mal heiraten oder das erste Mal heiraten. Ja, wir schauen uns das Ganze mal hier heute an. Es ist alles abgetrocknet und wie ihr seht, hat auch Landschaftsarchitekt Heller und Kalka die Bande, die Werbebande für sein Unternehmen, die hier hinten an der Gabionenwand hinter den Fahrradständern hing, hat er mitgenommen. Dafür Werbung zu machen, was hier dann abgelaufen ist. Naja, halten wir uns mal raus. So, gucken wir uns das Ganze jetzt mal hier weiter an. So, wir schauen uns mal die extremen Stellen an. Das sieht alles ganz gut aus. Das ist auch alles hier unter meinen Füßen wesentlich fester als letzte Woche. Nur hier eben halt am Ende dieser oberen beiden Treppenstufen durchs Laub jetzt noch bedeckt, sehen wir hier ganz eindeutig, dass da noch Wasser hier auch noch, schauen wir uns das mal an, runterläuft. Hier haben wir also die neu verlegten Drainagen. Die erste versetzt, direkt an der dritten Stufe der Treppe aufgenommen. Dann bis hier zu der ersten Basalt, zum ersten Basaltstreifen. Dann zwei kleinere hier um die Baumscheibe weitergeführt und angeschlossen dann dort an den Hauptweg, an die Hauptkanalisation. So, weiter geht's hier. Auch diese sind alle mittlerweile frei. Diese kleinen durch die Stahlkante noch abgedeckten Elemente, die das Wasser von dem Weg noch abnehmen. Auch der Gully ist frei. Hier seht ihr in Richtung Druckereiparkplatz, Feuchtbiotop, seht ihr die anderen beiden Drainagen, die auch noch mal zur Baumscheibe versetzt wurden, im Bereich hier nach oben in Richtung Buhlbahn. Die anderen befinden sich im unteren Bereich der Baumscheiben und die hintere halt noch ein bisschen höher am Ende der dritten spitz zulaufenden Stufe. So, unten ist alles soweit abgetrocknet. Das Ganze wirkt recht glatt. Hier allerdings sieht man noch in der Oberfläche das Material, was da drunter war. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch mal gewalzt wird. Ich denke aber, das wird passieren, wenn das Wetter mitspielt. Ansonsten würde man mit der Walze nur die sich im Boden befindliche Feuchtigkeit, in den Drainageschichten befindliche Feuchtigkeit, einfach nur rausdrücken. An anderer Stelle wird das dann hochkommen. Wie ihr seht, ist jetzt hier an der Tür sind eben diese beiden neuen Scharniere eingebracht und besprüht worden. Ich hatte letztes Mal auch darum gebeten, da diese schrecklichen gelben, schlecht gesprähten Schlägel und Eisen zu überdecken. Dem ist auch stattgegeben worden. Und hier weiter seht ihr, dass hier unten im unteren Bereich ist es recht hart, wenn man auftritt. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich ja wirklich eingesunken bin mit meinen Sohlen. Auch hier gibt es nichts zu moppern. Oberschicht ist und bleibt Dolomit. An dieser Stelle hier wird es wieder weicher, wenn wir nach oben gehen. Und hinter dieser Drainage ist es ein wenig wellig. Und auch dort sind die kleinen schwarzen Steine und Kieselsteine aus der Unterschicht noch oben. Ja, schauen wir uns das Ganze mal hier an. Dieser meandernde Bach ist jetzt auch abgetrocknet durch den Wind. Und hier auch alles soweit in Ordnung. Der Bewuchs hier ist durch die Feuchtigkeit bedingt und naja, so. Das Ganze nochmal von hier, von oben, vom Radweg und dann in Richtung Catering-Container, der immer noch falsch steht. Ob der jetzt einen separierten Wasseranschluss bekommt, ist halt die Frage, weil auf der anderen Seite des Hügels der Schlauch, der liegt ja daneben mit dem Anschluss und so. Dann haben wir das hier. Schauen wir uns hier noch mal ganz kurz das Feuchtbiotop an, wo mittlerweile jemand auch hier
mit der Schubkarre wieder reingefahren ist, wie man hier unschwer an der Spur sieht, und wieder mal jede Menge draufgepfeffert hat. Die Zeigepflanzen für Feuchtbiotop liegen da, die Paletten liegen immer noch da. Also sehr, sehr unansehnlich besprüht worden ist das Ganze ja auch mal wieder hier mit diesem Zenkscheiß und DBLMK, was immer der Kack auch bedeutet. Aber ich denke mal, man kann sie ja nicht alle töten. Und irgendwann werden die auffallen und dann wird das hier zur Anzeige gebracht und fertig. Ob man bei denen da was holen kann, das macht man dahingestellt sein. So, hier jetzt nochmal diese Kante hier vom Feuchtbiotop darüber. Da ist Handlungsbedarf ohne Ende. So, oben auf dem Hügel die Bäume. Da sind etliche weiß gekennzeichnet durch den Baumbeschauer der Stadt Bochum. Das wird wohl über kurz oder lang werden da einige rausgenommen. Einige stehen da eh nur noch, weil die anderen beiden, die rechts, links davor daneben stehen, die nur noch stützen. Da sind die Wurzeln freigelegt. Da hinten ist auch einer bereits umgestürzt. Ja, momentan sind die an der Josef-Haumann-Straße zugange und beschneiden diese Bäume an der Josef-Haumann-Straße und geben sich da viel Mühe. So, ne, geben sich viel Mühe. Ja, er bemühte sich stets. So, dann hier nochmal um die Bühne herum. Also hier nochmal dieser ehemalige Bach hier rum. Man sieht es also durch die Begrünung. Der Gulli liegt ein bisschen tiefer, der Kleine. Die anderen sind alle frei hier. Sodass wir da, also da kommt der nächste von der Stadt Bochum, der da hinten jetzt auf dem Flüchtlingsgelände Pause macht. Drei stehen schon da. Ausgedehnteste Pause bis, ja, was sagen wir mal, nee, der macht hier vorne sogar die Pause. Wollen wir mal schauen, ob er die Mülleimer hier, die Beutel ausleert. Da ist eigentlich nichts drin. Aber man kann ja mal gucken. Und die Bühne als solche ist noch im tadellosen Zustand und dahinter auch wieder DBLM, wer immer so ein Scheiß da anspricht. Ja, über die Blitzableiter, wie in jedem Film, keine Kommentare mehr. Also wer die angebracht hat, genial. Und speziell die Verbindungen hier mit irgendwelchem Klebematerial, ganz geil und ja, bestimmt antistatisch. Ja, auch hier seht ihr das, absolute Stolperkanten, die da das bewirken. Und hier direkt angebracht. So, ne, auch hier oben im oberen Bereich ist halt die Grenze zwischen diesem Gelände hier, auf dem ich mich befinde, dem Hans-Köster-Platz, und dem Gelände der Druckerei. Da liegt also nur Müll und Schrott, was hier abgelagert worden ist. Da sind noch weitere Elemente dazugekommen und ist ein absoluter Hammer, was diese Besitzer dieser Druckerei, die ja angeblich schmerzfrei sind, wie Herr Schröder vom Stadtteilmanagement mir am Telefon sagte. Naja, sollen sie mal. Ne? So, jetzt gucken wir mal nochmal hier einmal hoch bis nach oben und gehen dann nochmal runter. Da möchte ich halt jetzt nochmal hier hinter entlang gehen und dann schauen wir uns das Ganze mal hier an. Die Rosen, die bekommen schon Blätter, super schön, diese roten Rosen und ja, rote Rosen für eine Liebe. Ja, wunderbar, Freddy Breck immer noch im Ohr. Ja, wer ihn noch kennt, weiß, was wir verloren haben. Und hier auch der hintere Bereich ist tippitoppi. Ne, da geht es ja eben halt von oben, geht es ja hier schräg runter um den ehemaligen Betonsockel, der auf dem Schachtfundament liegt, bis hier zu der ersten. Hier ist auch, das wird hier langsam weicher, wo es begrünt ist. Und dann kommt hier dieser ominöse Knick. Und ja, wie ich das gerade sehe, geht es dann da wieder hoch. Das soll ja das Wasser aufnehmen, was von oben vom grauen Weg herunterkommt. Ja, auch hier jede Menge Spezialisten am Werk, am Schachtdeckel, also dieses mit dem Panzerband abgeklebt, das gefällt mir immer wieder, jedes Mal, wenn ich das sehe. Ja, schauen wir mal, selbst hier innen drinne
die erste Absperrung, die sie hatten mit dem Paketband an der ersten Stufe, als die Tür geöffnet wurde, hervorragend. So, jetzt fahren die schon wieder weg. Das ist ja sehr gut, wenn die hier jemand sieht mit einer Kamera. Das ist mir schon öfter passiert. Einfach weg. Die anderen da hinten sind auch schmerzbefreit. Die stehen da jetzt schon seit einer halben Stunde. Ich bin nämlich von ganz hinten gekommen, von Reifenlongauer, und habe da noch ein bisschen fotografiert. Naja, hier nochmal von hier bis da hinten ist die Drainage außenrum gesetzt worden, um den Betonsockel des Schachtfundamentes, wie tief das Vordergerüst, das ja eigentlich nur dazu dient, die Salzscheiben zu tragen, das Traggerüst nach unten reingeht. Das weiß man eben nicht, ob das jetzt ja bei diesen deutschen Fördergerüsten ist das meistens so zwischen 10 und 25 Meter. Aber da das hier standsicher verfüllt worden ist, müsste man mal eventuell im Bergbaumuseum nachschauen, ob es da Material gibt. Ist aber jetzt momentan auch recht uninteressant. Also hier nochmal auch die Basaltstreifen machen ganz guten Eindruck. Und ich hoffe, dass das hier aushärtet und dann nochmal richtig nochmal gewalzt wird. Ob da jetzt Stabilizer drin ist, das möchte ich bezweifeln, weil an diesen Stellen hier drückt eben halt noch, wie vorher auch, bevor diese Drainage gesetzt wurde, drücken hier diese schwarzen Kieselsteine und das Füllmaterial von unten halt durch. Das ist jetzt ungefähr schon seit letzten Spätsommer, Anfang Herbst. Ja, der Container steht immer noch falsch, da sagen wir gar nichts mehr zu. Wollen wir mal schauen. So, die Treppe und der obere Bereich der Treppe macht einen sehr guten Eindruck. Könnte man mal fegen, aber wollen wir mal schauen. Wie bereits gesagt, wir werden hier keinen Anschlag tun. So, jetzt gehen wir mal von vorne hoch. Und dann möchte ich auch das Ganze hier beenden mit einem Glück auf vom Hans-Köster Schacht 4, der ehemaligen Großzeche Holland in Wattenscheid. Und wir hoffen auf eine super Saison ab Ostern. Und zur Beleuchtungsaktion ist zu sagen, dass bis dato an jedem Tag, an dem wir das vorhatten, das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dauerregen, Sturm, Orkan. Und auch in dieser Woche sieht es halt nicht gut aus, da der Mittwoch gestrichen wurde. Herr Oelzner hat dort eine anderweitige Verpflichtung und im weiteren Verlauf der Woche, man muss es halt sehen, und wir sind ältere Herren und müssen das nicht haben. Irgendwann kommt mal ein schöner Tag und dann werden wir das hier illuminieren. Unter dem Hashtag Zeche Holland leuchtet, Licht bei der Nacht 2022. Glück auf!